selten zuvor. Die Nachfrage nach Fachkräften ist aufgrund des wirtschaftlichen, technischen, qualifikationsspezifischen Strukturwandels enorm hoch und stetig wachsend. Das sollte eigentlich Chancen bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit eröffnen. Leider müssen wir aber zusehends feststellen, dass Personen, die seit vielen Jahren arbeitslos sind, bisher selten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt finden. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, erstens gering qualifizierte Langzeitarbeitslose verstärkt in existenzsichernde Arbeit zu vermitteln, zweitens sie passgenau zu qualifizieren und zu begleiten, sowie drittens bei Bedarf auch nachhaltig zu betreuen und dafür die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Gesetzentwurf listet eine ganze Reihe von meines Erachtens geeigneten Maßnahmen auf. Der Zugang zur beruflichen Weiterbildung für gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose und Ältere werden verbessert und damit die berufliche Qualifikation enorm erhöht. Ich halte es persönlich für sehr wichtig, dass wir vor allem die meist jungen Erwerbstätigen ohne Berufsabschluss in den Fokus nehmen. Zwar ist in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen der Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in den letzten Jahren von 17,8 auf 13,9% gesunken. Das ist aber leider immer noch zu wenig. Vor dem Hintergrund unseres enormen Fachkräftemangels brauchen wir einfach alle Menschen in unserem Land und müssen helfen, sie erfolgreich zum Berufsabschluss zu bringen. Mit dem Gesetz wollen wir alles dafür tun, die Menschen erstens in Arbeit zu bringen, zweitens in der Arbeit zu halten und drittens, sehr wichtig, schon eventuell vor drohender Arbeitslosigkeit in ihren Betrieben zu schulen, umzuschulen und weiterzubilden. Wie werden wir das erreichen? Wir werden beispielsweise bei einer betrieblichen Umschulung umschulungsbegleitende Hilfen erbringen, um einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu unterstützen. Und Frau Pothmer, wenn Sie jetzt mal aufhören mit dem Handy und zuhören, dann kriegen Sie noch mehr Lösungen gebracht. Wir werden die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen weiter flexibilisieren. Die für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 45 Jahren bis Ende des Jahres 2020 befristet sind. Wir werden die Förderung von Qualifizierung während des Bezugs von Transfer-Kurzarbeitergeldes einführen. Um die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Arbeitslosen mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen zu verbessern, werden wir die mögliche Dauer von Maßnahmen verlängern. Die Hilfen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, die bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, sollen von 6 auf 12 Wochen ausgedehnt werden. Es ist zwar Aufgabe der Länder, Grundkompetenzen jungen Menschen zu vermitteln, aber trotzdem ist es zielführend, dass wir Förderleistungen zum Erwerb notwendiger Grundkompetenzen in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik und Informations- und Kommunikationstechnologien anbieten. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich mit der sogenannten Weiterbildungsprämie zur Motivation meine Probleme habe. Verkürzt kann man sagen, dass Leute, die nicht motiviert sind, Geld bekommen sollten. Also unmotiviert kriegt Geld, motiviert kriegt kein Geld. Maslow hat schon gesagt, dass Geld kein Motivationsfaktor ist. Das sehe ich genauso. Und deshalb sollte man an der Stelle noch mal darüber nachdenken. Aber wir sind auch erst in der ersten Lesung. Und das, meine Damen und Herren, ist der Unterschied. Und das hat die Anhörung am Montag noch mal klar gemacht. Grüne und Linke wollen Arbeitslosigkeit vor allem teuer verwalten und stellen Anträge ohne Kosten und Nutzen, geschweige denn den Bedarf richtig zu ermitteln. Die Luft wird dünn, Frau Zimmermann, auch wenn Sie mal kurz aufpassen können. Sie haben keine Argumente genannt. Sie haben uns Dinge unterstellt. Sie haben nur gesagt, dass wir es nicht ernst meinen. Das ist Ihr Argument. Aber dem kann ich entgegentreten. Wir meinen es ernst und wir werden es tun. Die BA hat deutlich herausgearbeitet, dass eine gleichzeitige Erweiterung der Rahmenfrist und Reduzierung der Anwartschaftszeit hohe Zusatzkosten verursachen würde.
Bei einer Rahmenfristverlängerung auf 3 Jahre, bei gleichzeitiger Reduzierung der Anwartschaftszeit auf 4 Monate, wie von der Opposition vorgeschlagen, würde die Arbeitslosenversicherung mit schätzungsweise 1,3 Milliarden Euro belastet werden, und das jährlich. 1,3 Milliarden Euro. Mit der Verlängerung der Rahmenfristen bekämpft man aber nur die Symptome. Die Ursache von Arbeitslosigkeit bleibt dabei unberücksichtigt. Wir, Union und SPD, stärken mit unserem Gesetz das Ziel erstens einer breiteren und stärkeren Partizipation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Fort- und Weiterbildung. Zweitens, wir erhöhen zudem die Durchlässigkeit für einen beruflichen Aufstieg. Wir verbessern damit die Teilhabe am Arbeitsleben und in der Gesellschaft. Mit der Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung in der Elternzeit oder bei beruflicher Weiterbildung leisten wir zudem einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit der weitreichenden Versicherungspflicht für Pflegepersonen verbessern wir den Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung für Übergangsprozesse am Arbeitsmarkt erheblich. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die kommenden Beratungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Albert Weiler, CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Katja Mast, die Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die IG Metall hat einen ihrer Aktionstage überschrieben mit der Überschrift Bildung macht Zukunft. Und ich finde, besser hätte man das, was wir heute diskutieren, nicht auf den Punkt bringen können. Denn es geht mit diesem Gesetzentwurf, den wir heute in erster Lesung beraten, um ein Chancen- und Ermöglichungsgesetz dafür, dass Menschen mehr an Weiterbildung und Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland teilhaben können. Und warum ist Bildung und Weiterbildung, die lebensphasenorientierter damit möglich ist, so wichtig für uns? Das Wichtigste, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, sind die Menschen, die hier leben, die Gestaltungskraft der Menschen. Und wir alle wissen, dass wir diese Gestaltungskraft mit Bildung und Weiterbildung fördern. Und wir alle wissen, dass in Zeiten von Digitalisierung, demografischem Wandel und der großen Herausforderung der Fachkräftesicherung und Globalisierung die Wissenshalbwertszeit, die wir einmal mit einer Berufsausbildung oder mit einem Studium erworben haben, immer kleiner wird. Das heißt, das Wissen geht immer schneller verloren. Und deshalb ist es eine Antwortung dieser Bundesregierung darauf, wie wir in der Arbeitsmarktpolitik künftig Aus- und Weiterbildung besser fördern. Und ich will schon sagen, dass das für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein wichtiger, ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist, aber nicht das, was am Ende bei rauskommen soll, weil da denken wir viel weiter. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nicht nur eine Bundesagentur für Arbeit brauchen, sondern dass wir eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung brauchen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir aus der Arbeitslosenversicherung eine Arbeitsversicherung machen müssen. Eine Versicherung, die noch stärker als heute vorsorgend agiert und die darauf setzt, dass über die ganze Erwerbsbiografie Erwerbsfähigkeit erhalten und ausgebaut wird. Und darauf ist die wichtigste Antwort Bildung und Weiterbildung über das ganze Leben. Und ich will schon noch mal sagen, Frau Potmann, wenn man hier meinen Kollegen Kapschak zitiert, sollte man die ganze Pressemitteilung gelesen haben, weil in der Pressemitteilung steht sehr deutlich für die Sozialdemokraten drin, dass wir dringend eine Nachfolgeregelung bei den Rahmenfristen brauchen und dass gerade die SPD bereit wäre, wenn denn die Union mitmacht, die Rahmenfrist von 24 Monate auf 36 Monate zu verlängern. Das haben wir leider bis jetzt nicht zusammen hingekriegt, aber da bleiben wir dran. Lassen Sie mich noch mal zum Arbeitslosenversicherungsschutz
und Weiterbildungsstärkungsgesetz kommen. Ziemlich komplizierter Begriff, abgekürzt AWSTG. Es geht ein bisschen schneller über die Lippen, aber im Kern wird da schon das Richtige gesagt. Wir verfolgen mit diesem Gesetz eine Doppelstrategie, nämlich die Strategie, die einen möglichst so qualifiziert wie möglich in Arbeit zu halten. Das ist der Gedanke der Arbeitsversicherung, über den ich schon gesprochen habe. Und wir verbessern die Chancen derjenigen, die gar nicht in Arbeit und Ausbildung sind. Und ich will das jeweils gerne an zwei Punkten festmachen. So qualifiziert wie möglich zu arbeiten, wird mit vielen Regelungen in dem Gesetz gemacht, aber lassen Sie mich zwei betonen. Künftig wird es so sein, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kleinen mittelständischen Unternehmen, auch wenn sie jünger sind als 45 Jahre, ihre Weiterbildung von der Bundesagentur für Arbeit mitfinanziert bekommen, auch wenn sie außerhalb der Arbeitszeit die Qualifizierung machen. Bisher ist es nur in der Arbeitszeit möglich. Jeder denkt mal an einen kleinen Betrieb, dann ist klar, das ist eine wichtige Regelung. Umschulungsbegleitende Hilfe können gefördert werden. Und diejenigen, die nicht in Ausbildung und Arbeit sind, die können künftig Weiterbildungsprämien bekommen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil nämlich 1.000 und 1.500 Euro richtig viel Geld für die Leute sind und wir damit ein Anreizsystem setzen, eine begonnene Ausbildung abzuschließen. Und wir reden da ja insbesondere über Leute, die in der zweiten, dritten Chance sind und schon am Arbeitsmarkt tätig waren. Das sind Leute, die fangen nochmals gar keine Ausbildung mehr an, wenn man einen zusätzlichen finanziellen Anreiz hat. Und wir alle haben einen Mehrwert davon. Und wir können Grundkompetenzen fördern. Nämlich alle wissen doch, damit ich eine Ausbildung erfolgreich abschließen kann, lesen, rechnen und schreiben können. Und deshalb ist wichtig, dass das jetzt auch in der Arbeitsmarktpolitik endlich eine Verankerung bekommt. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss zu diesem Gesetz. Ich bin stolz, dass meine Bundesregierung dieses Gesetz vorlegt. Soweit Katja Mast für die SPD. Nächste Rednerin ist Jana Schimke für die CDU-CSU. Jana Schimke von der CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Gäste auf den Besuchertribünen, unser Arbeitsmarkt befindet sich schon seit einigen Jahren in einer guten Verfassung. Das konnten wir heute in der Debatte schon mehrfach hören. Die Zahl der Arbeitslosen stabilisiert sich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau und auch im europäischen Vergleich. Zählt die Arbeitslosenquote hierzulande und auch die Jugendarbeitslosigkeit zu den geringsten. Dennoch widmet sich der heute diskutierte Gesetzentwurf Fragen der Weiterbildung und der Qualifizierung sowie dem verbesserten Schutz in der Arbeitslosenversicherung. Und warum machen wir das? Wir machen das, weil es trotz der guten Arbeitsmarktlage immer noch Menschen in unserem Lande gibt, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt schwerfällt. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch fest steht eines: Bildung ist der Schlüssel zum Weg in den Arbeitsmarkt. Sie ist Voraussetzung für eine kontinuierliche Erwerbsbiografie und damit auch für soziale Stabilität und Wohlstand. Meine Damen und Herren, die Statistiken zeigen, wer einen Berufsabschluss hat, ist seltener arbeitslos und findet auch schneller wieder eine Anschlussbeschäftigung. Und weil die Rente immer auch Ausdruck von geleisteter Arbeit und gezahlten Beiträgen ist, nimmt Bildung eben auch einen entscheidenden Einfluss auf die Absicherung im Alter. Ein wichtiger Fakt, gerade auch im Blick auf die aktuelle Rentendiskussion, meine Damen und Herren. Hinzu kommt der wachsende Bedarf der Wirtschaft nach Fachkräften. Auch deshalb müssen wir alles daran setzen, die Hemmnisse bei der Arbeitsplatzvermittlung abzubauen. Vielerorts werden die Unternehmen sogar selbst tätig. Wenn ein junger Bewerber beispielsweise nicht die Voraussetzung zur Aufnahme einer Ausbildung mitbringt, wird dies durch eigene Qualifizierungsangebote der Unternehmen ausgeglichen. Und nicht selten stellen Mittelständler sogar eigene Lehrer ein, um in der Schulzeit Versäumtes ihrer Bewerber auszugleichen. Im Unternehmen werden also heute mitunter schon Personalstellen geschaffen, die mit dem eigentlichen Kerngeschäft nichts zu tun haben. Viele Unternehmen berichten, dass es Bewerbern immer öfter auch an den grundlegendsten Eigenschaften fehlt, die ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis begründen und damit letztendlich auch den Weg aus der Arbeitslosigkeit begründen. Motivation, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit.
Um hier keinen falschen Eindruck zu erwecken, meine Damen und Herren, dieses Engagement ist bemerkenswert. Aber es zeigt auch, wo, wann und wie wir ansetzen müssen, um ein Abrutschen in den dauerhaften Leistungsbezug und Langzeitarbeitslosigkeit vorzubeugen, nämlich frühzeitig. Das ist eine Aufgabe der Schulen und damit auch eine Aufgabe der Bundesländer. Es ist aber auch eine Aufgabe von der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf und damit auch den Arbeitsagenturen. Und deshalb begrüße ich die derzeitige Einrichtung der sogenannten Jugendberufsagenturen in den Jobcentern vor Ort. Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf unterstützt Menschen, die bereits im erwerbsfähigen Alter sind. Er zielt darauf ab, zum Beispiel mit der Förderung von Grundkompetenzen einmal mehr den Weg aus der Arbeitslosigkeit zu unterstützen. Und er zielt aber auch darauf ab, den Weg in Arbeitslosigkeit zu verhindern, indem Betriebe und Beschäftigte bei Maßnahmen zur Weiterbildung unterstützt werden. Dem Prinzip Aufstieg durch Bildung wird mit dem vorliegenden Maßnahmenkatalog Rechnung getragen. Ich möchte zum Abschluss aber auch noch eine kritische Anmerkung treffen. Es gilt auch, das Prinzip Fordern und Fördern in einem ausgewogenen Maße zu betrachten. Und da möchte ich gerne auch noch mal auf die Ausführungen meines Kollegen Albert Weiler Bezug nehmen. Unsere Solidargemeinschaft unternimmt viel, um Menschen zu helfen, den Weg aus dem Leistungsbezug zu finden und ein selbstständiges Erwerbsleben zu führen. Doch es muss auch klar sein, dass das Ziel, einen Berufsabschluss zu erzielen und ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen, nichts ist, worum man gebeten werden muss. Es ist eine Selbstverständlichkeit. In Gesprächen mit den Kollegen der Jobcenter vor Ort wird immer wieder deutlich, dass zu viel des Guten, gerade auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, kontraproduktiv sein kann. Gestern wie heute gilt, wer sich anstrengt, wird am Ende dafür belohnt. Durch den Stolz auf das, was man selbst imstande war zu leisten und im besten Fall auch durch eine Arbeitsstelle. Und ich möchte deshalb dafür werben, die Einführung einer sogenannten Weiterbildungsprämie, die uns bis 2019 immerhin jährlich 82 Millionen Euro kosten wird, zu überdenken. Ich bin der Auffassung, es wäre falsch, die einen mit Prämien für etwas zu belohnen, was andere von selbst und ohne Prämie zu leisten in der Lage sind. Vielen Dank. Soweit Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Stefan Stracke. Auch er gehört der CDU-CSU an. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeitsmarktentwicklung ist in der Tat erfreulich. Die Vorrednerin hat darauf hingewiesen, der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach wie vor in hervorragender Verfassung. Und dies gilt in besonderem Maße für Bayern. Insbesondere das Jahr 2015 war ein Rekordjahr. 3,6%, das ist die niedrigste Jahresquote, die seit dem Beginn der Aufzeichnungen 1994 Bayern ausgezeichnet haben. Dies zeigt, all diese gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommen auch unseren Zielgruppen zugute. Ältere profitieren von dieser Entwicklung. Auch diejenigen, die gehandicapt sind und Langzeitarbeitslose, profitieren in besonderem Maße. Und uns ist es gelungen, in den letzten 10 Jahren knapp 50% der Arbeitslosen zu reduzieren in Bayern. Das zeigt, dass wir hier sicherlich der Job- und Wachstumsmotor in Bayern sind und der BA-Chef und Deutschland sind. Und der BA-Chef geht davon aus, dass der Arbeitsmarkt weiterhin gut verlaufen wird, obwohl sich bereits heute zeigt, dass sich immer mehr Flüchtlinge arbeitslos melden werden. In diesem erfreulichen Umfeld setzen wir an für Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt schwerer haben als andere. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu vereinbart, die Arbeitsförderung weiter zu verbessern. Und mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir daran an, präventiv aktiver hier zu gestalten. Und ausdrückliches Ziel ist ein verbesserter Zugang von geringqualifizierten Arbeitnehmern und sowie Langzeitarbeitslosen, sie zu einer abschlussbezogenen Weiterbildung entsprechend zu bringen. Aus aktuellem Anlass ein Wort hinsichtlich der gestrigen Einigung der Spitzen der Regierungskoalitionen auf Eckpunkte für ein Integrationsgesetz. Gegenstand der Einigung sind unter anderem weitere Verbesserungen für die Ausbildungsförderung von Flüchtlingen. Damit werden die bestehenden Instrumente passgenau für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive weiterentwickelt. Und die Eckpunkte sind in diesem Punkt tatsächlich sehr konkret. Das beweist auch, wir spielen nicht Flüchtlinge,
gegen einheimische langzeitarbeitslose Menschen aus und oder umgekehrt. Und wir müssen jetzt endlich Schluss machen mit der Neiddiskussion, die von einigen geführt wird, und einer Neiddebatte, die gerade dieses zum Ziel hat, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wir haben nicht nur 1 Million Flüchtlinge, sondern natürlich auch knapp unter 1 Million Arbeitslose im SGB-II-Bezug. Und alle brauchen gleichermaßen unsere Unterstützung. Und keiner wird aus dem Blick geraten, keiner geht verloren. Das ist Markenzeichen unserer Politik. Und genau deshalb ist es richtig, verstärkt auch in die berufliche Weiterbildung zu investieren. Sie stellt eine der Säulen dar, der Fachkräftesicherung. Und deswegen stärken wir auch die Instrumente der Weiterbildung. Dabei nehmen wir insbesondere Folgendes im Blick. Die Arbeitnehmer, die noch nicht über einen Berufsabschluss verfügen, sie sollen die Grundfertigkeiten, Grundkompetenzen entsprechend erhalten, lesen, rechnen, schreiben. Jüngere Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmen, wir bezuschussen ihre berufliche Weiterbildung, die außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Und ältere Arbeitnehmer, die beispielsweise in Transfergesellschaften sind, auch sie fördern wir, damit sie die notwendige Qualifizierung erhalten. Und dabei muss sich auch der Arbeitgeber mindestens mit 50% an den Lehrgangskosten beteiligen. Und Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen, auch die lassen wir nicht aus dem Blick. Und für sie verlängern wir die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung von 6 auf 12 Wochen. Und schließlich ist die Vermittlung in Ausbildung eine ganz wichtige Weichenstellung. Bei Langzeitarbeitslosen kommt es darauf insbesondere an, dass sie geeignet sind, dass sie auch das notwendige Durchhaltevermögen aufweisen. Und wir wissen, dass hier nur ungefähr 10 bis 20% der Langzeitarbeitslosen tatsächlich die Voraussetzungen erfüllen. Und die Frau Staatssekretärin hatte zu Beginn dieser Debatte darauf hingewiesen, dass jeder Vierte seine Ausbildung entsprechend abbricht. Das ist tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung in diesem Bereich. Und die Koalition hat sich darauf geeinigt, mit einer Weiterbildungsprämie hier genau einer solchen Entwicklung entsprechend zu begegnen. Ich will nicht verhehlen, dass ich dieses Instrument insgesamt eher kritisch beurteile, weil es um Fairness insgesamt geht, denn andere Auszubildende erhalten eine solche Prämie nicht. Sie müssen ihre Prüfungen selbst bestehen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dieses Instrument jetzt hier befristen und auch evaluieren. Und wir sollten uns deswegen dann auch nach Abschluss der Evaluation genau anschauen, ob sich das Instrument tatsächlich bewährt hat. Und der zweite wichtige Teil des Gesetzesentwurfs ist die Verbesserung des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung. Klingt meistens profan oder technisch, aber für die Betroffenen ist dies von zentraler Bedeutung, um ihre Arbeitslosenversicherung Schutz entsprechend zu erhalten. Und das wird besonders beim Thema der verkürzten Anwartschaftszeit für überwiegend kurzbefristet Beschäftigte deutlich. Und an dieser Stelle geht es vor allem um die soziale Absicherung von Künstlern und Kulturschaffenden. In dem Bereich hätte ich mir sicherlich mehr vorstellen können, aber die Alternative wäre gewesen in der Koalition eine generelle Verlängerung der Rahmenfrist. Das ist auch von den Kulturschaffenden nicht gewünscht und hätte auch weitreichende Konsequenzen, insbesondere was die finanziellen Aspekte angeht, mit großen Mehrkosten für die BA. Und natürlich ist es auch in der Sache falsch. Wir brauchen keine Lockerung hier in diesem Bereich, um die Arbeitslosigkeit zu verwalten, sondern flächendeckende Lösungen zum Abbau vor allem der Langzeitarbeitslosigkeit. Und deswegen wäre dieser Vorschlag auch ein Fremdkörper gewesen. Deshalb ist es gut, dass bereits in der Kabinettsbefassung hier dieser Punkt gestrichen wurde und auch die Bundesregierung entsprechende Avancen des Bundesrates in dieser Hinsicht abwehrt. Wir haben sicherlich noch viele Gesprächspunkte. Die Bundesländer haben noch Änderungswünsche. Ich habe einen davon gerade eben angesprochen. Und die Opposition glänzt jetzt nicht gerade mit eigenen Vorschlägen in diesen Bereichen, was die eigenständige Vorlagen zum Gesetzesentwurf betrifft. Und wir werden jetzt dann eine Sachverständigenanhörung beschließen. Ich freue mich auf die intensiven Debatten zu diesem Gesetzesentwurf. Ich meine, er ist insgesamt derzeit ausgewogen und gut. Und so wollen wir dann die entsprechenden Anhörungen